Hallo, hallo. Wir von den Azubis streiken zurzeit mit, weil es uns natürlich auch betrifft. Wir merken nämlich zurzeit den Personalmangel extrem. Wir bekommen sehr viel Stress, den Druck der examinierten Pflegekräfte komplett ab. Dass sich dann so auslöst, dass Azubis mittlerweile nicht mehr zur Arbeit kommen wollen, wenn sie wissen, dass sie mit dieser examinierten Kraft Dienst haben. Wir verstehen zwar auch, warum sie gestresst sind und frustriert, leider sind wir aber der falsche Punkt, wo es rausgelassen wird. Wir bekommen es ab, wenn es um die Dienstpläne geht. Wir kriegen keinen Dienstplan davor, wir kriegen erst einen Dienstplan, weil wir an dem Tag ankommen, aber es ist ja nicht so, dass wir auch ein Leben davor hätten. Sehr oft werden wir gefragt, ob wir einspringen können. Wir werden angerufen, aus unserem Frei geholt. Es wird einfach getauscht, es wird uns manchmal gefragt, einfach steht dann vor einmal eine Dienstplanänderung drin und dann, ja, was ist das für ein Leben für uns auch? Wir merken es unter anderem bei unseren Patienten, wir können sie nicht richtig versorgen. Wir können noch nicht mal richtig erkennen, ob das jetzt ein Fehler ist, ob der Patient irgendwelche, also seine Symptome können wir noch nicht mal richtig deuten, weil wir es nie beigebracht bekommen haben. Und dann heißt es vor allem, warum hast du es nicht gesehen, warum hast du es nicht erkannt? Wir merken es unter anderem, dass das, was wir in der Schule gelernt haben, dass das nicht umsetzbar ist. Und wir dann am Examenstag dastehen und eigentlich alles schulisch richtig machen müssen oder das, was wir theoretisch gelernt haben. Manche kriegen es gar nicht erst hin, weil sie jahrelang was anderes kennengelernt haben. Wir wünschen uns natürlich auch Praxisanleitungen. Konnten wir sehr oft nicht durchführen. Immer wurde die Praxisanleiterin mitgezogen, wurde abgezogen, wurde versetzt. Schlecht für uns. Wir haben auch sehr oft Stationshopping. Sprich, wir müssen auf eine andere Station, die nichts mit unserer Station zu tun hat, einspringen. Was werden wir dort machen? Wir kriegen eine Liste vorgelegt, wo die Patientennamen draufstehen. Wir kriegen dann gleichzeitig draufgeschrieben, welche Patienten wir zu waschen haben, bis wann wir fertig sein müssen und dass wir noch Nebentätigkeiten haben, wie Essen verteilen, auf die Klingeln gehen, weil das alles nicht gemacht werden kann. Oder manchmal auch nicht gemacht wird von dem anderen Personal, weil sie selbst so komplett unter Druck stehen. Dafür sind wir eigentlich die ganze Zeit mit auf der Straße, möchten eine Veränderung, wir brauchen eine Veränderung, denn wir sind auch die Zukunft. Und wer weiß, wer noch die Pflege in ein paar Jahren machen wird.